Hallo Leute, guten Morgen. Heute ist schönes Wetter, weil heute ist bewölkt. Heute kommt die Sonne nicht durch. Und Gott sei Dank. Die letzten 3 Tage, das waren natürlich über 30 Grad. Und im Camper, da gibt es eigentlich nur eine Sache, was du machen kannst. Alle Fenster aufmachen. So. Alle Luken aufmachen. Im Schatten stellen, dass das Fahrzeug komplett im Schatten ist und 5, 6, 7 Mal am Tag sich kalt duschen und dann geht es schon. Ja, mir ist zum Beispiel das Wetter jetzt lieber, so 25 Grad oder bewölkt ist mir lieber, dann ist nicht ganz so warm und man ist nicht so ganz, wie soll man es erklären, also wenn es da 35 Grad ist, dann ist man da ziemlich so, naja, zusammengedrückt auf Deutsch gesagt. Und weil heute so schönes Wetter ist und es ist nicht so ganz warm, will ich auf jeden Fall ein bisschen was machen. Jetzt muss ich ja schon mein Chaos aufräumen. So, jetzt bin ich mal kurz draußen. Also, ich bin an Dennelohe See und das ist ein alter Wohnmobilstellplatz. Da vorne gibt es einen neuen Campingplatz, der nennt sich Campingplatz Dennelohe See. Da gibt es nur einen, kaum zu verfehlen. Und da, wo ich mich jetzt befinde, das ist der alte Campingplatz. Und da vorne, das ist so U, da kann man rauf, also reinfahren und wieder rausfahren. Da steht da vorne gebührenpflichtig. Und mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, wo ich mir hingestellt habe, dass keiner vorbeigekommen ist. Es ist auch kein Automat hier. Jetzt ist aber Folgendes: Da kommt jemand vorbei mit dem Roller und kontrolliert, wer sich hingestellt hat. Weil normalerweise läuft es so ab: Du musst auf dem Campingplatz, den Lohe See, hingehen, dich da anmelden und dann zahlst du 10 Euro. Also, ich habe jetzt für 2 Tage 20 Euro bezahlt, also 10 Euro am Tag. Es ist sehr ruhig, es ist schattig, gerade wenn es so warm ist, bei 35 Grad, wie es jetzt in den letzten 2 bis 3 Tagen waren. Da brauchst du unbedingt Schatten fürs ganze Fahrzeug und alle Türen aufmachen, weil wenn du keinen Schatten hast, da überlebst es nicht drinnen. Und man muss sie 5, 6 Mal am Tag mindestens kalt duschen. Das Gute ist, dass das Wasser, was im Wohnmobil ist, das ist ja bei mir jetzt zum Beispiel die 100 Liter Wasser, ist zum Beispiel bei mir unter der Sitzgruppe. Und das wird nicht so schnell warm, das Wasser. Also man denkt sich nicht, dass das Fahrzeug praktisch sich aufheizt und auch gleichzeitig das Wasser. Also das Wasser bleibt schon ziemlich lange kühl. Das ist ein Riesenvorteil, weil dann kann man sich öfters mal am Tag kalt duschen. Und am besten ist, wenn du frisches Wasser holst. Dann ist das Wasser richtig, 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 richtig kalt. Also das ist mir neulich passiert. Da war es auch warm, da habe ich frisches Wasser geholt. Ich habe meint, ich springe in der See rein, wo es richtig Gletscherwasser ist. Also das ist richtig ganz, ganz schön angenehm bei den Temperaturen. Genau, und heute, weil es so bewölkt ist und es ist nicht so viel Sonne, was ich sehr froh darüber bin, um mal ein bisschen Abkühlung, ein bisschen runterkommen. Ich habe mir da so einen Sonnenschutz gekauft, wo man an der Windschutzscheibe hinmachen kann. Hier. Und da muss ich noch ein wenig warten, weil der Händler, da wo ich es bestellt habe,
Das ist so, ich habe da mehr bestellt. Ich habe da den Sonnenschutz bestellt, die Unterfahrkeile habe ich bestellt, so ein Service-Set habe ich bestellt und ein Besteck habe ich bestellt. Jetzt ist natürlich Folgendes passiert, dass der Händler mir alles geschickt hat bis zum Besteck. Und das Besteck ist jetzt seit 4 Wochen, ist er immer noch nicht, also er hat es mir immer noch nicht geschickt, weil es nicht lieferbar war. Und bevor dass ich jetzt ein Video mache und dann Werbung über den Händler mache, stelle ich das einmal zurück. Weil ich möchte, ich habe neulich angerufen und habe zu ihm gesagt, ja, aber wo ist das Besteck, wo bleibt das, das sind 27,95. Jetzt hat er gesagt, das kommt nächste Woche. Also nächste Woche wird es verschickt. Jetzt warten wir mal 1 bis 2 Wochen ab und dann stelle ich euch diese 2 Sachen vor, was ich eigentlich schon machen wollte, aber das verschiebe ich jetzt um 1 oder 2 Wochen. Wird jetzt auch nicht die Welt sein, weil ich möchte nicht unter meine Videos irgendwas reinsetzen, wo dann der Händler in Anführungszeichen nicht so ganz korrekt ist. Bei mir auf meinem Kanal will ich alles, dass es zu 100% ist, was ich auch vorstelle, dass es auch Sinn macht. Jetzt habe ich endlich einen Stellplatz gefunden in Feuchten. Ich war jetzt vorhin praktisch in einem anderen Stellplatz, da war eine riesen Baustelle. Da habe ich mir nicht hinstellen können, jetzt bin ich nach Dingelsburg gefahren. Gott sei Dank ist da noch was frei. Und jetzt kommt das, was ich gesagt habe. Wenn ich das für den Sonnenschutz hinmache, dann sieht das Ganze so aus. Dann kommt da kein Licht durch. Und natürlich auch keine Sonne. Und dann ist es auf jeden Fall angenehmer. So, und jetzt packen wir die Stühle aus, weil im Wohnmobil bei der 35 Grad hält es sehr eh nicht aus. Darum habe ich jetzt die Markise rausgefahren. So. Jetzt hole ich mir meinen Sonnenstuhl raus, dann setze ich mir ihn außen hin und dann probiere ich das mal aus. Das Ganze sieht so aus, das ist eine Tauchpumpe. Einfach so Dusche, das ist mit Akku. Da
Anker kann man aufdrücken und das ist einfach so ein Behälter. Den habe ich schon lange, den Behälter. Den habe ich früher im Auto, wenn ich campen gegangen bin, das sind ungefähr 18 Liter. Dann habe ich den praktisch immer dabei gehabt. Dann habe ich immer Frischwasser von 18 Liter dabei gehabt. Naja, leichte Pfütze ist schon. Naja, wenigstens ist es immer kühl. Ja, das ist jetzt, das sage ich mal eine Kampfansage zum Wetter. So kann man es aushalten. Man einfach draußen macht Gieße raus, sich öfters mal nass abduschen. Muss ich sagen, die perfekte Idee. Das ist mir heute gerade gekommen, weil man denkt, ich habe ja da sowas dabei. Und dann denke ich, heute benutze ich das mal und probiere es aus. Funktioniert wunderbar. Italiener schon ausgeführt. Ja, dann lässt sich jetzt auch immer häufiger zwischen die Innenverteidiger fallen.